OGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Heute sind wir, jetzt habe ich meinen natürlich super mit OBS gearbeitet. Super, klappt ja auch einwandfrei heute, auch ohne Musik. Also was ich heute anhabe, ist meine Bildschirmaufnahme tatsächlich, weil OBS, beziehungsweise nicht OBS, sondern einfach Betriebssystem-Simulator einfach nicht mit Dings arbeitet. Muss ich einfach sagen. Also arbeitet halt nicht mehr der Spielaufnahme. Da könnte ich jetzt euch das zeigen und könnte euch aber auch dementsprechend um die 2 nutzt, anders zeigen. Das ist das Problem an der Sache. Ja, deswegen müssen wir es einfach so machen jetzt. Aber es sind ja nur die Anfangsschritte. Es ist ja. Ja. Betriebssimulator habe ich tatsächlich lange nicht mehr gestreamt. Wie OMSI 2, ja, was Betriebssimulator ist, weiß eigentlich jeder. Es ist einfach die Zusatzfunktion, ist so ein Multiplayer-Spielgame, wo man sie messen kann mit anderen. Ja, arbeitet man im Prinzip für eine Spedition. Wir sind hier einmal. Ich habe hier meine Finanzen. Ja, ein bisschen Schaden habe ich in den letzten Bussen angerichtet, hier könnt ihr sehen. 44.000 habe ich, um meinen eigenen Betrieb zu gründen, bräuchte ich 100.000. Aber natürlich geht es hier um Erfahrungspunkte und Rangliste. Ne? Ich bin 1.497, das heißt, wir haben Steigerungspotenzial nach oben. Natürlich geht es natürlich auch um betriebliche Ansicht. Ne? Betriebsmodus können wir auch wechseln, können wir sehen, wie viele Mitarbeiter wir haben. Ne? Auf welchem Platz, was sie eingenommen haben, ne? Können wir ja alles sehen, ne? Wo ich stehe, ist ganz weit unten, weil ich das relativ nicht so oft spiele. Aber gerne auch es gerne habe. Ich liebe es. Sagen wir mal so. Ich liebe es. Wir spielen heute. Es ist ja um die 2. Wir suchen uns gleich eine Fahrt aus. Ich schaue erstmal bei Bonustouren. Da haben wir Ruro 2. Die habe ich eigentlich installiert, aber. Der erkennt er bei mir auch nicht, warum auch immer. Machen wir eine spontane Tour. Ihr seht, es gibt eine Menge Maps, die man haben könnte. Ich habe einen Bruchteil davon, Leute, einen Bruchteil. Aber wir nehmen heute, was nehmen wir heute? Gute Frage, was nehmen wir heute? Am besten das, was ich euch letzte Woche gezeigt habe, oder beziehungsweise diese Woche. Könnten wir auch eine Rundtour fahren. Das wäre, lass mich lügen, habe ich sie hier, da muss ich einfach mal schauen, ja. Vielleicht finden wir sie, ja, wir können auch Palma fahren, wir könnten auch in Spanien ein bisschen fahren, aber die Map ist sehr umstritten, tatsächlich, obwohl die relativ geteilgetreu aussieht, die sprechen halt da kein Spanisch, ne? Das ist halt ein bisschen schwierig, da ist man halt ein Deutscher dabei, ne? Palma, wir könnten halt so vieles fahren. Ne? Krass. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt fahren soll, genau. Gelsenkirchen, da haben wir sie doch. Da habe ich sogar noch keine Genehmigung. Ich brauche hier für jede Karte eine Genehmigung. Komm, wir fahren einfach mal die 30 Dings, ja. Seht ihr das? Ich muss. Also im letzten Tour haben wir keinen Unfall. Da haben wir einen Unfall gebaut. Mehr als nur ein. Aber was soll ich euch sagen? Das Video habt ihr selber gesehen, könnt ihr unter meinem Kanal selber nachschauen. Ne? Wir könnten auch mit anderen Leuten kommunizieren. Das ist der Schlagzeuger 85. Naja. Sieht ein bisschen komisch aus. Hast keine Arme? Das soll der chillt einfach so. Moin, mein Lieber. Ja, gut. Wir suchen uns erstmal einen Bus aus. Dafür gehen wir mal in die Halle. Was ich gerne nehme, ist halt die Solarbusse aktuell. Bin da gerne ein Fan von aktuell. Bino 18, nehmen wir den. Können wir den nehmen? Ich habe nicht jeden Bus installiert, deswegen müssen wir auch schauen. Den habe ich installiert. Sehr gut. Hofdatei. Gelsenkirchen. Ja. Dann wollen wir mal loslegen.
Ja. Es dauert immer ein bisschen, bis das geladen ist. Währenddessen Teil 1 und Teil 2 sind von der Neu-Gelsenkirchen-Map natürlich auf meinem Kanal zu sehen. Und ja, ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Ich finde die Gelsenkirchen-Map gar nicht mal so schlecht. Aber es ist deutlich verbesserungswürdig. Und es gibt manchmal so Stellen, wo ich mir denke, so, warum? Auch mit der Befahrung an manchen Stellen, ne? War sehr merkwürdig. Aber kein Problem, das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, wir haben den modernen sogar erwischt, Halleluja. Wir haben den modernen Solarbus erwischt. So, erstmal wählen wir natürlich die Strecke aus, Montag bis Freitag, ja. Und 382. 6. So, haben wir ausgewählt. 382, Route 01, ist okay. Machen wir den Motor an. Das ist geil, dieser Bus. Der Bus ist schon geil. Da muss ich schon sagen, dieser Bus hat hier wirklich Potenzial nach oben. Machen wir Motor an. Boah, schön, schön. So, haben wir ein bisschen Licht angemacht. Glaube ich, besser so. So, wir müssen uns, glaube ich, erstmal anmelden. Das Ibis, das kennen wir vielleicht aus München. Falls ihr das Add-on München kennt, das kennen wir aus Add-on München. Ich muss nur kurz überlegen, welche Nummer das war. Das sieht aber gar nicht mal schlecht aus. Okay, wir müssen uns einmal schauen, ganz kurz schauen. Ach, unten steht sogar für blöde. Ah, Mensch, unten steht sogar für blöde. Bin ich blöde, ey, heute. Egal. Rotnummer ist hier 152. 17. Normal, bei manchen, bei meisten Bussen weißt du es nicht genau, deswegen. Anmeldung Linie. Linie haben wir die 382. Können Sie hier oben sehen nochmal? Die 382, ja. 382. Achso, 38201 war es, glaube ich, ne? Ja. 2215 ist Gartenkamp dann oder wie? Oder? Nicht ganz. Nicht ganz. Menü. 382001. Das war schon richtig, 38201. Also man muss die Route und die Kurs eingeben. 38201 war schon richtig. Schauen wir mal. Training Camp. Doch, ist richtig. Ich habe alles richtig gemacht. Die haben nichts gesagt. Gut. Ja. Wir fahren erst bald los, deswegen. Machen wir schon mal das hier. Das hier. Und dann fahren wir ein bisschen vor. So, 14 Minuten müssen wir noch überbrücken. Das spule ich ein bisschen vor. Wenn ihr natürlich im Chat seid, könnt ihr natürlich Hallo sagen oder könnt ihr gerne reinschreiben. Ich habe euch nebenbei auf dem Schirm. Na.
So ist richtig, so soll es eigentlich sein. So. Wir fahren gleich los. GE Bismarck ist schon richtig, meine Damen und Herren. Kartenberger Straße. Ich weiß nicht, ob er die hatte die erste Kartenberger Straße ist hier oben. Doch, ist richtig. Geht von oben nach unten, meine Damen und Herren. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Ja. Und wir fahren durch sagen los. Es gibt keinen, der mitfahren möchte. Ist ja auch spät, was soll man sagen? So, wir fahren los. Hier sind wir in der. Hier sind wir auch gestartet in der Folge. Und hier sind wir auch gestartet. Ich glaube, es ist sogar die 382, die wir genommen haben. Aber es ist kein Remake der Folge, okay Leute? Es ist wirklich kein Remake. Nächste Haltestelle. Justizvollzugsanstalt. Es ist kein Remake. Keiner da. Wir fahren weiter. Ein bisschen Verspätung tatsächlich. Nächste Haltestelle. Aldenhofstraße. Kirchen hat auch mehr als nur zwei Linien, sage ich euch, so wie es ist. Also, dass wir die 382 jetzt erwischt haben, ist Zufall, habe ich jetzt gar ganz vergessen, dass wir die Linie sogar in der Aufnahme gefahren sind. Aber so habe ich vielleicht wieder was gut zu machen. Der Bus sieht von innen auch ganz schön aus. So könnte ein relativ moderner Bus. Wirklich schön gemacht, dieser Bus. Und diesmal mit dem Betriebsbus-Simulator können wir uns auch nicht verfahren. Weil einfach wir haben einfach eine Map unten links, ihr könnt es ja sehen. Ihr seht es ja unten, was wir hier unten haben. Wollen heute alle nicht mitfahren, kann das sein? Alle keinen Bock mitzufahren heute. Ach ja. Nächste Haltestelle, Putmannstraße. Möchte keiner mitfahren hier heute. Keine Lust auf den Bus. Keine Lust heute. Keine Lust in der Spätschicht mitzufahren.
Nächste Haltestelle. Bonivers-Straße. Ah, wir haben einen, der mitfahren möchte. Nee, doch nicht. Die rennen ja alle weg hier. Die haben alle keinen Bock auf mich heute. Keiner will mitfahren. Willst du mir nicht mitfahren? Komm, steig ein, mein Lieber. Dann nicht. Dann nicht. Keiner, der heute mitfahren möchte. Ich bin nicht dran schuld, das war, Leute. Nächste Haltestelle. Hans-Böckner-Allee. Auch er möchte nicht mitfahren. Keiner möchte hier heute mitfahren. Wir haben eigentlich die richtigen... Alles richtig ausgewählt. Wir können nochmal nach draußen schauen. 182 Kriegenkampf. Ist alles richtig. Wir können die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen, bei mir mitzufahren als Busfahrer. Nächste Haltestelle, Schwarzmühlenstraße. Möchte die Name mitfahren? Und einer von euch wird doch ja wohl Bock haben mitzufahren, oder nicht? Keiner Bock von euch mitzufahren. Wie deine Stadt, die hier keine Busse nehmen wollte, wo ihr kein Busfahrer wollt, oder wie? Kein Bock? Dann halt nicht. Wer keinen Bock auf mich hat, der muss halt leiden. Nächste Haltestelle, Stadtgarten. Ihr wollt auch nicht mitfahren, ne? Dann fahren wir weiter. Nächste Haltestelle, Machensplatz. Recht schön hier, also die Strecke ist recht schön und einfach zu fahren. Luis, moin, willkommen in den Stream, schön, dass du da bist. Hier mal wieder, wir sind wieder im Zentrum, Leute. Wie eine Aufnahme ist das hier, na komm, fahr mal lieber, fahr. Wie ein Zentrum ist das hier sehr performance-lastig. Aber ihr kennt das von Omni 2 nicht anders. Die Leute, die schon ein bisschen länger die Omni 2 Spiele von mir verfolgen und Omni 2 Videos, wissen ganz genau, wovon ich rede. Am Wochenende gibt es dann auch mal wieder eine neue Runde. Oh, haben wir diese Woche oder nächste Woche? Ich glaube, nächstes Wochenende war es ausgemacht.
dass wir wieder eine Runde Sons of the Forest mit den Jungs Crazy, Dumme und allen anderen spielen. Diese Wochenende wollte ich ein bisschen Euro Truck Simulator mit euch, muss ich aber mal schauen, ich muss mal hier Truckers MP runterladen und so, das ist noch gar nicht fertig. Weil ich habe ja den neuen PC, das dauert ein bisschen, bis da Truckers MP und ein Rund dran drauf ist. Na, keiner mitfahren, keiner will mit hier. In diesem wunderschönen Bus will keiner mit. Obwohl ich alles dafür Mögliche getan habe, dass hier alle mit wollen. Keiner will mit. So. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Wer weiß noch, in der Folge hier, da sind wir hier hergefahren zum Hauptbahnhof und danach sind wir dieselbe Strecke wieder zurückgefahren, weil sie an der Beschilderung einfach gelegen hat, weil die Beschilderung absolut kacke war. Ach ja, das Kelsenkirchen, wie es lebt und lebt. So, jetzt fahren wir aber auch die richtige Haltestelle diesmal an. So, wir sind diesmal an der richtigen Haltestelle, Leute. Und es möchte immer noch keiner mitfahren. Keiner da, der mitfahren möchte. Ja, was soll man sagen? Die Nachtlinien sind sehr bekannt dafür, dass keiner mitfahren will. Egal, wir fahren weiter. Nächste Haltestelle, Wildenburgstraße. Auch der junge Herr möchte nicht mitfahren oder wie? Möchte es auch nicht mitfahren, ne? Kein Bock auf mich. Kein Problem. Kein Bock auf mich, können wir lösen. Ach. Bleibst du stehen oder fährst jetzt an mir vorbei? Bleibst du stehen? Will ich aber auch meinen hier. Oh, minus 7 Minuten, Leute. Warum sagt mir denn das niemand wieder? Keiner sagt mir, dass wir wieder minus 7 Minuten sind. Oh, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Oh, habt ihr das gesehen, wie eng das war? Ja, wir sollten ein bisschen die Zeit wieder ein bisschen vorspulen. Weil einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist einfach wieder viel zu lange.
die Wartezeit wäre in der Hauptbahnhof, wir hätten da glaube ich fast 8 Minuten warten müssen. Das wäre zu lange gewesen. So, hier von euch möchte auch keiner mitfahren. Ihr steht auch nur doof in der Ecke um oder wie? Auch kein Bock hier jemand mitzufahren. Kein Problem. Wir brauchen euch nicht. Wir können auch ohne euch fahren. Alles kein Problem. Nächste Haltestelle. Hello Gymnasium. Menge los wieder hier, nur wenig FPS. Aber wir fahren auch auf andere Maps heute. Wir fahren nicht nur Gelsenkirchen heute. Wir fahren Städtedreieck auch noch und noch viel, viel, viel mehr. Städtedreieck zum Beispiel auch eine sehr beliebte Map. Die läuft auch immer ohne Probleme. Tja, die Ampel will heute nicht so. Hat keine Lust auf uns. Will da jemand vielleicht mitfahren? Wollt ihr mit? Nee. Ihr wollt nicht mit, hat keine Lust auf mich. Kein Problem, ich kann das ja auch verstehen. Wer will denn schon mit mir als Busfahrer mitfahren? So, für die Rechten, wir haben grün, wir haben noch kein grün. Aber das letzte Mal komplett falsch verstanden. Ich bin das letzte Mal losgefahren, als die Rechten grün hatten. Stell dir mal vor, da war ein Bus gekommen. Wäre hier sowas von am Arsch gewesen. Jetzt müssten wir aber grün haben. Und so ist es. Dann wir grün. Nächste Haltestelle am Stern. Also am Wochenende gibt es ETS 2 wieder. Wer Euro Truck Simulator hat, der ist recht herzlich eingeladen wieder. Wir haben rot, wir fahren einfach. Würde ich vorschlagen, das ist das Beste, was uns passieren kann. Also wer ist recht herzlich eingeladen zum Mitfahren. Wir fahren einige Touren am Wochenende bei Euro Truck. Wie früher. Und nächste Woche gibt es dann natürlich Sand aus der Faust. Da werde ich mal wieder Schiss haben, in die Höhlen zu gehen und werde ich wieder vor allen zusammenschreien hier. Werde ich wieder alles zusammenschreien, was geht. Bleiben wir jetzt mal noch kurz eine Runde stehen. Weil die haben auch keine Lust mitzufahren. Ich habe eigentlich alles richtig geschildert. Hier ist GE Bismarck Grindmark. Ist eigentlich alles richtig. Aber trotzdem haben sie keinen Bock. Ich will doch nicht beenden die Fahrt. Gibt dazu natürlich OBS auch ausblenden, aber ich finde das hier sehr interessant, auch mit den Temperaturen und so. Richtig schön der Bus, also wirklich. Metrobus hier ist richtig schön. Kann man nichts sagen gegen den Bus. Richtig schön gemacht, auch von innen drinne, die Textur, top, optimal. Nächste Haltestelle, Walpurgisstraße. Hier fahren wir mal absichtlich weiter. Nächste Haltestelle, Hammerschmidtstraße.
Hier müssen wir ein bisschen ausholen, sonst kommen wir wieder nicht rum. Vor allem mit dem Gelenkbruch wird es schwierig. Die sind ein bisschen aneinander gekettet, würde ich mal sagen, ne? Oh, wir haben Grill. Lass mal ein bisschen ausholen, sonst kommen wir ja nicht rum. Ah, es klappt hier alles ohne Probleme heute. Kein Unfall will ich heute sehen. Ach ja, schön. Relativ schöner Bus. Nächste Haltestelle, Irmgardstraße. Mir heute alle nicht so viel Lust mitzufahren, habe ich das Gefühl. Keiner möchte mitfahren. Warum auch immer. Das ist ein schönes Armaturenbrett. Kann man hier schön sehen. Alles optimal hier. Tank ist noch fast voll. Das finde ich auch sehr, sehr interessant hier auch. Mit der Bezahlweise, Preis A-Stufe. Sehr, sehr schön gemacht. Nächste Haltestelle, Vossehof. Eine Nachtfahrt heute ohne Fahrgäste. Was Schönes gibt es nicht als Busfahrer, da kann man einfach reden, kann man Spaß haben. Vor allem gibt es auch keine Leute, die einen meckern. Die nur meckern. Da gibt es keine Leute, die Beschwerden haben. Ich glaube, wir müssen rechts halten. Tja, das ewige Warten an Ampel. Man kennt das ewige Warten an Ampel.
hier mal wieder in die nächste Haltestelle. Möchte auch keiner mitfahren, ne? Ist aber auch perfekt getimt hier alles. Schön. Sieht optimal aus hier. Nächste Haltestelle, Neubnerstraße. Nächste Haltestelle, Liegnitzer Straße. Matzichen, willkommen im Stream. Moin. Wollen wir mal schauen, wie du genau geschrieben hast. Moin, moin. Willkommen. Schön, dass du dabei bist. Hier einen nach, weil manchmal sind die so tückisch und kommen einfach von der Seite rein. Die kommen einfach reingeschossen, egal was sie machen. Einfach rein. Da möchtest du wenigstens mal mitfahren hier. Das kostenlose Einsteigen. Ich gewähre dir sogar Schwarzfahrerrabatt. Komm rein. Rede der Gruppe zu. Komm rein, die Dame. Willst du nicht? Kein Bock. Dann halt nicht. Der fährt halt im schönsten Bus ganz Deutschland nicht mit. Dann fahren wir weiter. Nächste Haltestelle. Ostfriedhof. Ja, natürlich kommt dein Fahrzeug. Das hat aber gerade so gepasst hier, wirklich. Weh, da kommt jetzt eins näher. Das ist hier so eng gebaut, ne? Auch für einen Gelenkbus ist das hier nicht übersichtlich gerade. Schöner Bahnübergang. Okay. Mein Lieber, du setzt es heute wirklich darauf an, dass hier noch ein Unfall passiert. Halleluja. Sagt ihr, da vorne darf jetzt keiner kommen. Das ist so eng gebaut, die kleine Stelle. Da kommst du sonst nicht durch. Darf keiner kommen. So, nächste Haltestelle. So, wir sind bei einem Ostfriedhof angelangt. Wir haben nicht mehr viele Haltestellen. Will heute keiner bei uns mitfahren, weiß ich nicht. Manchmal ist da so ein Bug, entweder ist es von uns, oder so ein Bug oder einfach es liegt am Bus, aber ich glaube nicht, dass es am Bus liegt. Nächste Haltestelle, Erdbrückenstraße.
so schnell muss man reagieren hier in einem Kreisverkehr, wenn man hier mit 20 Sachen rumfährt. Aber das kriege ich ja ganz entspannt hin hier. Junge Dame, hast du Lust mitzufahren? Die letzten paar Haltestellen. Einfach einsteigen, die Dame. Ich nehme alle mit, versprochen. Dann nicht. Dann nicht. Nächste Haltestelle, Magdalenenstraße. Ich nehme euch wahrscheinlich auch nicht mit und ihr solltet noch bremsen. Oi, oi, oi. Oh, hier haben wir wieder eine bescheuerte Rechtsfahrt. Wir da umkommen. Läuft gerade so, ja. Nächste Haltestelle, Haferkamm. Ja, jetzt warten wir hier wieder eine Ampel. Wenn es heute mal grün wird. Wir haben grün. Abfahrt. So, Hafenkanten, neue Haltestelle, meine Damen und Herren. Hier, Aussteigemöglichkeit. Die junge Dame, du kannst zu mir laufen. Du kannst gerne einsteigen. Ich suche noch Mitfahrer. Ich bin nicht geisteskrank. Keine Sorge. Einfach mitfahren. Einfach mit einsteigen. Möchte hier vielleicht jemand mitfahren? Gerade das Busfahrt. Ne, kein Interesse? Dann fahren wir weiter. Dann fahren wir weiter. Nächste Haltestelle. Und wir haben noch ein paar Haltestellen tatsächlich vor uns. Wir sind im Roggen. Danach kommt die Alfredstraße. Ja, also wir haben noch ein bisschen vor uns. Nächste Haltestelle. Alfredstraße.
Der Bus lässt sich wirklich sehr entspannt fahren hier, wirklich. Ist einer meiner Lieblingsbusse, muss ich schon sagen. Was ihr ab und zu mal hören könnt, ist, glaube ich, mein Lenkrad. Weil das hat Force Feedback drin und wenn ich dagegen lenke, gegen Druck, dann vibriert das gerne mal oder macht mir gerne ein komisches Geräusch. Nur mal so, falls ihr fragen solltet, was das genau ist, was das da so komisch ab und zu mal hier so lenken tut. Lenkentour. Ja. Aber es geht weiter hier. Ich möchte keiner mitfahren. Wir sind sowieso ein bisschen zu spät dran. Es war nur eine halbe Minute, aber sei es drum. So, wir können fahren, würde ich sagen. Da ist keiner. Nächste Haltestelle, Kolberger Straße. Die möchte auch nicht mitfahren, die steht auch nur rum. Heute möchte keiner bei uns mitfahren. Kann man machen, was man möchte. Keiner hat Lust auf uns. Rübenstraße. Keiner hat Lust auf uns. So können wir schön durch Gelsenkirchen fahren, durch die schönen Dorfstädte. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir den nicht mitnehmen. Also Gelsenkirchen, die Map ist schon sehr, sehr schön gemacht. Ist auch sehr viel Fall drin, ne? Also sehr viel Filterfall drin, das ist sehr, sehr schön. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen zum Bahnhof. Wir sind gleich da an der Endhaltestelle, gleich haben wir's. Und ich glaube, wir schaffen das heute auch ohne einen Unfall. Eine legendäre Staffel. Ich möchte auch nicht mitfahren. Wir fahren weiter. Die letzte Haltestelle kommt jetzt auf uns zu, die Tränenkamp. Danach fahren wir, würde ich mal sagen, eine Runde Städte-Dreieck. Hat sehr viele Linien. Sehr vielseitig. Nächste Haltestelle, Tränenkamp. Außer ihr möchtet eine andere Map sehen. Ihr könnt natürlich unten in die Kommentare bzw. im Live-Chat jetzt reinschreiben. Ob ihr eine andere Map sehen wollt, ob ihr Köln sehen wollt, ob ihr irgendwas anderes sehen wollt, ich weiß nicht, Alheim. Es gibt natürlich nicht jede Stadt in OMSI 2, die Leute, die sich ein bisschen mit OMSI 2 auskennen, wissen ganz genau, was ich meine. Manche Städte gibt es halt nicht, aber es gibt halt viele, die ich fahren könnte. Auch Bremerhaven fahren. Bremen bin ich auch lange nicht mehr gefahren, die Map. Aber die ist aber auch sehr, sehr eng. Also von den Straßen her Bremen, die Map ist, hat es wirklich in sich. Da gibt es enge Stellen. Tränenkamp ist unsere letzte Haltestelle und wir haben es tatsächlich heute geschafft. Ohne einen Unfall, ohne Probleme. Sind wir heute pünktlich angekommen. Wir sind zu früh gewesen sogar. Ah, wir haben zwei zu früh drin. Aber ich glaube, das sollte unsere Bewertung jetzt nicht schaden.
Ah, ist ganz gut. Das sieht ganz gut aus, Leute. Wir kriegen ja immer Bewertungen bei BBS. 12,3 Kilometer sind wir gefahren, kam ja vor für 24. Mein Fahrstil lässt zu wünschen übrig. Hat trotzdem gereicht, 81%. Sehr gut. Wir fahren, gehen erstmal zurück zum Büro, weil wir müssen ja erstmal eine neue Linie auswählen. So, wenn wir eine neue Linie auswählen. Wenn ihr jetzt nichts sagt, Fahrstätte 3, ihr müsst schon was sagen im Chat. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt eine bestimmte Karte sehen, die ich fahre, dann könnt ihr das jetzt reinschreiben. Sonst fahre ich Städtedreieck. Guten Tag. Simulator Gamer ist bestimmt auch ein YouTuber. Also ihr seht hier auf Berlin Bus sind viele YouTuber tatsächlich, die gerne da fahren. Bonus habe ich keine. So. Was wollen wir denn fahren? Wir fahren Städte Dreieck. So, wir fahren Hofbergstraße Richtung Hauptbahnhof Süd können wir fahren. Wir können Versorgungsamt fahren. Süße Forst Bahnhof gegen. Wir können Südbahnhof fahren. Nehmen wir einfach das Oberste, würde ich sagen. Wir nehmen das Oberste. Und dann schauen wir mal, dass wir. Was geht? Bin morgen live. Ja, ist schön. Freut mich, dass du morgen da live bist. Kenne ich zwar noch nicht, aber vielleicht magst du dich ja vorstellen. So, hab ich da überhaupt die. Ja, habe ich tatsächlich. Gut, dann fahren wir mal den mit dem Bus weiter. Ich hoffe, der hat euch auch gefallen, weil dieser Bus, der ist sehr modern und der gefällt mir sehr persönlich. Und jetzt fahren wir eine Runde Städtedreieck. Jedenfalls so lange um die zwei starten. Manchmal dauert es ein bisschen. Ah, jetzt geht's. So. Wir fahren jetzt eine Runde Städtedreieck und schauen wir mal, was wir für eine Tour abkriegen heute. Welche Linie? Ich habe jetzt nicht genau drauf geschaut. Ich habe nur die Route gesehen. Es sind 12 Haltestellen. Die Hälfte weniger, als wir gerade eben gefahren sind auf Düsseldorf. So. Schauen wir mal, da sind wir doch schon. Perfekt, da sind wir doch schon angekommen. Wir fahren. Ja, super. Montag bis Freitag. Umlauf 10119. Das, warum das auch so 10119, das ist das. Hofbergstraße, Linie 25 Richtung Südhauptbahnhof. Schauen wir mal. Ja, ich bin auch YouTuber und streame immer Freitag um 20 Uhr. Nice Stream, mach weiter so. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Natürlich könnt ihr auch natürlich bei Ihnen vorbeischauen. Ich habe damit kein Problem. Bin sowieso nicht so regelmäßig am Stream. Ich bin. Hat wieder vorgenommen, ein bisschen regelmäßiger da zu sein. So, ich glaube, eingestellt habe ich es, habe ich. Das hilft mir nicht weiter. Gut. Ja, seid ihr jetzt verbunden alles? Wollt ihr jetzt starten? Habt ihr Lust? Wenn ich jetzt hier den Motor starten oder wie? Können wir auch starten, ja. So. Mega. Läuft doch einwandfrei hier.
Und wir fahren jetzt diesmal ein bisschen vor. Na, der hat noch keinen Unterdruck aufgebaut, der braucht ein bisschen. Na, komm schon. Er hat noch keinen Druck. Jetzt, er bewegt sich, der Zug setzt sich in Bewegung. Jawoll. Gelenkbus hier rein, das wird auch eine lustige wilde Fahrt hier. Aber das kriegen wir bestimmt hin. Das kriegen wir alles hin hier. So, wir melden uns mal an. PIN steht ja hier 30108. So. Und dann mal die 15217. Ja, also die Abos kommen tatsächlich durch mein Projekt, was ich habe auf meinem Kanal. Ich habe ja jedes Jahr diese Torhymnen, die ich in FIFA dargestellt habe. Aber das heißt ja jetzt EA FC. Das habe ich mir als regelmäßigen Aufwand betrieben. Das ist halt mein bestes Video, auch über 250.000 Aufrufe auf meinem Kanal. Das ist mein bestes Video, was hier läuft. Aber das habe ich mir eigentlich nur so als Idee damals ausgedacht, weil es ja in FIFA keine Torhymnen gibt. Und das wollte ich unbedingt einfach mal realistisch in den Spielen nachbilden. Zuletzt gab es das 2013 und ja, habe ich jetzt gedacht gehabt, das wäre vielleicht eine coole Sache, wenn ich das mal machen würde. Und darin habe ich bis heute festgehalten. Jetzt habe ich mir einen neuen PC gekauft, mit denen auch die neuesten Spiele, also auch das EA 24 FC, jetzt noch flüssiger läuft. Weil ich habe ja schon gemerkt, FIFA 23 auf 4K war schon grenzwertig mit meinem alten PC, was ich hatte. Mit meinem neuen PC, der schluckt das einfach weg, als ob es kein Morgen gibt. 25 Linie 1. Probieren wir mal. 02501. Hoffen wir mal, das klappt. Aha, das klappt doch hier. Nicht Versorgungsamt. Wir fahren nach Hauptbahnhof. Das heißt, es ist nicht die richtige Nummer. 02503 oder 02? Wollen wir mal schauen. 02. Richtung Versorgungsamt. Nee, Hofbergstraße. Es ist auch nicht. Nur, wir müssen jetzt die richtige Nummer finden, weil er hat mir gerade nicht gesagt, welche Nummer es ist. Aber wir kriegen das ja hin. Wir haben ja ein bisschen Zeit mitgebracht. Hofbergstraße, da fahren wir ja auch nicht hin, ne? Hauptbahnhof Süd, das sieht doch besser aus hier. Laufenball Hauptbahnhof Süd. Das ist, glaube ich, das, was wir haben. Genau. Das ist, glaube ich, das, was wir brauchen hier. Ja, ich bin ja FCB-Fan, aber ich bin auch Hannover-Fan. Wenn du meine Vlogs gesehen hast auf meinem Kanal, ich bin auch Hannover-Fan. Ich gehöre auch zu den, kann ich auch sagen, gehöre auch zu den Hannover-Ultra-Anhängern, die eine Dauerkarte haben, die Nordblock sind von Hannover. Also ich bin nicht nur Bayern-Fan, tatsächlich bin ich aber aktuell eher mehr Hannover-Fan als Bayern-Fan. Also der Hintergrund, ich glaube, die Geschichte kennt ihr. Bayern ist einfach nicht mehr das Mir Samir von damals, weißt du? Bayern ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Die ganze Geschichte, was mit Mané passiert ist, was mit Julian Nagelsmann passiert ist, das ist ein absolutes Tabu. Und das hat mich ein bisschen erschüttert im Fan-Dasein. Und deswegen bin ich aktuell auch mehr Hannover-Fan, weil dieser Verein einfach auch Charakter hat. Also Hannover ist wirklich stark. Vom Charakter her. 7 Minuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir wollen nämlich gleich losfahren hier. Ja? Hoffen mal, dass heute ein bisschen mehr einsteigen als eben. Aber hier sieht es gar nicht mal so gut aus, dass überhaupt jemand einsteigt. Na, da läuft einer, aber die will nicht auf uns. Der hat keine Lust auf uns. Endlich spricht ja mal jemand Klartext. Ja, du sagst es. Also, auch, ich bin dir auch ehrlich, Dortmund hätte die letzte Meisterschaft gewinnen müssen. Also, die hätten gegen Mainz aus dem Stadion schießen müssen und dann
Hätte Bayern machen können, was sie wollen, und wären sie richtig auf die Fresse gefallen. Weil ich bin dir ehrlich, dass wie die gespielt haben, die Saison, haben sie nicht verdient gehabt, dass sie gewinnen. Eieiei, ich hätte fast einen Stein mitgenommen. So, hier ist keiner, wir fahren los. Mit Gelenkbus immer ein bisschen schwierig hier. Aber es kriegt man hin. Wer noch nicht abonniert hat, kann das gerne unten machen und ein Like da lassen. Kreuzing Bahnhof. Schöne Haltestelle-Ansage. Wer das noch nicht gemacht hat, würde mich auf jeden Fall freuen. Wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr natürlich auch in der, ich sag immer gerne zur Videobeschreibung, aber es heißt ja eigentlich Streambeschreibung. Fahrt, wir fahren. War schon echt mies. Hat wehgetan. Kann ich mir bestimmt vorstellen. Also das war. Ja, mit Sabitzer, also der ist bei den Bayern ja überhaupt nicht zu tragen gekommen. Also Sabitzer war wirklich, wirklich. Also für das, was man sich versprochen hat von Leipziger Seite her, war er wirklich ein Skandalspieler bei den Bayern. Obwohl, kann man ja gar nicht sagen, es waren. Es gab viele Skandale auf Bayern-Ebene, also. Aber ich bin dir ehrlich, Mané, dass der von den Bayern weg ist, das war das Beste, was in Bayern passiert ist. Weil man kann ja keinen Teamkollegen einfach mitten in einer Saison schlagen, in einer Kabine. Man kann doch keinen Teamkollegen schlagen. Das gehört ja, das geht ja gar nicht. So, wollt ihr heute mitfahren? Eigentlich müsstet ihr mal mitfahren. Oder habe ich einen Bus erwischt, die einfach keine Lust haben, mit mir mitzufahren? Könnte das sein, dass ich einfach einen Bus habe, der ein bisschen kaputt ist? Wo sie keinen Bock haben mitzufahren? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht steigt auch heute noch jemand mal ein. Schillerwiese. Spätestens hier wäre jetzt mal schön, wenn du mal einsteigen würdest. War sogar extra rechts ran. Aber er möchte auch nicht einsteigen. Ich glaube, ich habe einfach einen Bus erwischt, wo keiner einsteigen kann oder möchte. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall, dass keiner einsteigen will. Der Bus ist recht schön, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der so kaputt ist, dass da keiner einsteigen will. Kiepenstraße. Auch mit der Ansage hier sehr, sehr schön gemacht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dieser Bus einfach nicht funktioniert. Aber hier ist auch keiner. Hier möchte keiner einsteigen, hier ist keiner. Kann man nichts machen gegen. Germaniastraße, Ring. So, jetzt seht ihr einmal, wo kostet mein Desktop. Bei Musik ist ausgefallen. Weil ich habe ja euch ja gesagt am Anfang, mal, ich kann leider nicht die Spielquelle auswählen. Das heißt, ich kann das nur über den Desktop streamen. Warum auch immer, das ist bei OBS ein bisschen komisch, dass er da als Spielgerät nicht OBS und OMSI sieht, sondern nur OMSI. Ich kann da nur jetzt eins auswählen. Ich kann da nicht OMSI 2 und OBS auswählen, sondern ich kann da nur eins auswählen.
Für dieses Spiel ist das ein bisschen kompliziert, aber kann man nicht ändern. Wir haben auch Grün, die möchten auch nicht mitfahren, ne? Ihr möchtet auch nicht mitfahren. Haben alle keinen Bock auf mich. Ich habe aber euch nichts getan. Ich weiß nicht, was ich euch getan hätte. Euch nichts getan, dass ihr nicht bei mir mitfahren hättet wollen. Jedenfalls wüsste ich von nichts. Mittelweg. Ich fahre mal den nächsten Tour in anderen Bus und dann schaue ich mal, ob das weiterhin so ist. Dann sollte ich mal überlegen, ob vielleicht bei uns jetzt mal was kaputt ist. Aber ich glaube, es liegt wirklich an diesem Bus, dass der einfach irgendwie nicht erkannt wird von den Fahrgästen. Keine Ahnung. Es ist eigentlich ein super, super Bus, wirklich. Der sieht auch wirklich technische Technik einfach super. Aber der wird einfach, es will ja keiner einsteigen. Es hat keiner Bock auf diesen Bus einzusteigen. Warum auch immer. Hier haben wir den nächsten. Ihr könnt ruhig einsteigen. Ich tue euch nichts. Ich beiße auch nicht, versprochen. Einfach einsteigen. Verstehe ich nicht. Ich habe die richtige Linie drin. Mit dem Bus dazu, mit den Hofdatei. Die möchte keiner einsteigen. Der ist so schön, der Bus. Schaut euch an. Junge Dame, steig einfach ein. Brauchst einfach nicht weggehen von mir. Steig ein. Ja, danke schön. Also, weiß ich auch nicht, warum man bei mir nicht einsteigen will. Ich verstehe das nicht. Verstehe das nicht, aber egal. Wir fahren mal weiter, wenn sie nicht wollen. Dann fahren wir halt weiter. Okay, es ist rot. Wir wollen ja nicht über Rot fahren, ne? Krass, es sind 5 Zuschauer im Stream. Freue mich, dass ihr alle da seid. Hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass so spät noch da und so viele da sind. Da habe ich spontan gedacht gehabt, warum nicht? Ich habe die letzte Woche nur jetzt 2 Videos hochgeladen. Ich habe gedacht, ich wollte öfter kommen. Einfach mal Livestream anschmeißen. Und sind tatsächlich so viele da. Pol-Juja-Halle. Ist das ein deutsches Wort oder kann man das aussprechen? Pol-Juja-Halle. Hört sich ein bisschen polnisch an, das Wort. Also offiziell heißt sie auf der Map auch Pol-Gadzien-Halle oder wie die heißt. Alle einsteigen bitte. Wir fahren gleich los, junge Dame. Jetzt einsteigen, sonst haben sie alles verpasst. Brauchen auch nicht wegabhauen. Ich mache ihnen sogar eine kostenlose Schwarzfahrt. Die zahlen am Ende nur 60 Euro drauf. Versprochen. Dann halt nicht. Dann geht's halt weiter. Beim nächsten Bus. Wir nehmen das nächste Mal einen nächsten Bus. Einen anderen Bus. Und dann wollen alle mitfahren. Versprochen. Papier wollen jetzt keine mitfahren, weil der Bus irgendwie Schrott ist. Kreuzung Spracke. Ich kann mir das sonst nicht anders vorstellen. Weil normalerweise wollen sie immer alle bei mir alle mitfahren. Dominik! Willkommen im Stream. Moin! Schön, dass du da bist. Sag mal, Dominik, kannst du mir sagen, nächste Woche wollten wir das mit The Force machen, ne? Glaube ich zumindest. Oh, wir haben Grün.
Dominik müsstet ihr auch, also die engen Zuschauer von euch müssten Dominik auch kennen. Der war bei meinen einigen Streams von Santos of Forest dabei. Ich glaube, mit ihm habe ich sogar eine Minecraft-Folge. CSGO war, glaube ich, einmal. Es gab da einiges. So, ihr könnt jetzt alle einsteigen hier. Ihr braucht nicht hier warten, ihr könnt einsteigen. Dominik, die wollen heute alle nicht mit mir mitfahren. Kannst du dir das vorstellen? Dieser kleine Pup will nicht mit mir mitfahren. Die haben alle keinen Bock auf mich. Da habe ich die grüne Phase verpasst. Na toll. Bis da jetzt wieder grün wird, kann Ewigkeit dauern. Aber Zeit Urlaub und so. Ja, da habe Zeit und Urlaub und so. Hieß, was wollten wir jetzt dieses Wochenende machen oder nicht? Oder wollt ihr nächste Wochenende Suns of the Forest? Weil dann muss ich schauen. Weil ich wollte ja eigentlich auch noch ein bisschen ETS. Ich muss noch Truckers MP wieder runterladen auf meinen neuen PC, aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen ETS. Aber schaut an, wie Crazy oder das Joker's Killer Girl, ob die auch dabei sind. Wäre eigentlich optimal. Jetzt ist grün, jetzt passiert schon wieder alles hin. Eieiei. Also an mir liegt es heute nicht dumm, dass hier keiner mit will. Liegt an diesem Bus. Obwohl dieser Bus. Schwimm- und Sportzentrum Laupendal. Obwohl dieser Bus extrem schön ist. Also, der gefällt mir wirklich sehr. So, vielleicht wollt ihr ja mit. Vielleicht ist das ja auch einfach nur eine Täuschung, dass ihr nicht mit wollt. Aber ihr wollt nicht mit. Keine Chance. Die wollen nicht mit. Handelslehranstalt. Wollen wir mal ein bisschen auf Gas geben hier? Wollen wir ein bisschen. Oh nein, hier kommt eine Kurve. Nein! Hülshoffstraße. Also, ich bin ja mit 60 um die Kurve gerade gebrettert fast. Also, das war schon ganz knapp hier. Auch bei Bremsen, der Bus ist wirklich stark. Wann bekommt man eigentlich das YouTube-Play-Button? Der YouTube-Play-Button. Den YouTube-Play-Button kriegst du, glaube ich, erst ab 100.000 Abonnenten. Und es geht, glaube ich, weiter mit 500.000 und 1 Million, glaube ich. So in der Hinsicht, glaube ich, ne? Können gerne diese Woche, Christian kann aber leider nicht. Weil er über das Wochenende bei seiner Familie wegfährt. Okay. Das wäre natürlich schade, wenn er nicht könnte, ne? Aber wir können natürlich auch gerne. ETS war nichts. Suns of the Forest können wir auch gerne. Also mit dir traue ich mir das auch jeweils zu. Aber mit Zentralpark. Christian alleine wird schwierig. Also ein Play-Button auf jeden Fall. Weiß ich, man braucht eine gewisse Abonnentenanzahl. Brems, brems, brems. Und ich glaube, die ist erst ab 500.000 Abonnenten oder so. Also dafür braucht man ein bisschen. Also ich bin da weit, weit weg, Leute. Dafür brauche ich noch ein paar tausend Abonnenten. Aber apropos Abonnenten, wenn ihr es noch nicht seid, ihr könnt gerne unten, ist für mich kostenlos, ist für euch kostenlos. Für mich würde es eine Menge helfen. Wer Lust hat, kann gerne abonnieren. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch, was mein PC für Komponenten hat, was ihr zum Spiel erfahren müsst, wie ihr mich kontaktieren könnt und wie ihr mich unterstützen könnt. Findet ihr alles unten. Habe ich euch alles reingeschmissen. Hallo, du kannst dann aussuchen, ob wir am Wochenende dann Suns of the Forest oder gerne Euro Truck eine Runde fahren.
Uiuiui, war klappt, der ist ja gerade auch losgefahren. Halleluja. Ja, danke dir. Es wird halt nicht bei jedem angezeigt. Ne? Wenn ihr eure Abos auf privat stehen habt, dann werden zum Beispiel, ja, dass ihr abonniert habt, jetzt bei mir live nicht angezeigt. Also könnt ihr alles unter Einstellungen, unter YouTube-Einstellungen vornehmen, müsst ihr jetzt aber nicht. Wenn ihr abonniert habt, freut es mich sehr. Dann seid ihr Teil der Y-Army. Und bei mir geht es auch durch MMOGA, durch meinen Hauptsponsor. Habt ihr auch die Chance, an Gewinnspielen teilzunehmen. Letztes Mal wurde von MMOGA eine Steam-Gutscheinkarte im Wert von, ich glaube, 20 Euro war das verlost. Und natürlich durch jedes Spenden von euch geht natürlich ein Teil auch für Verlosung zurück. Ne? Also ich werde natürlich, was ihr mir gespendet habt, nicht eigensinnig für mich nutzen, sondern größtenteils geht das für euch wieder zurück. In Gutscheine oder in Aktionen. Ne, hier jetzt nach dem, was ich machen kann. Ne? Ich habe ja nicht große Reichweite, aber was ich machen kann für euch, gebe ich natürlich mein Bestes. Hätte gesagt, ETS, da Christian leider das nächste Woche Zeit hat. Also, können wir auch machen. Ist das Zuckers Killer-Girl denn bei ETS auch dabei? Das wäre ja auch was Schönes, wenn er dabei wäre. Dann müssten wir nicht zu zweit fahren, sondern hätten wir noch ihn. Hier kann ich euch mal zeigen. Genau. Abonniert, Dankeschön. Ich hab's nicht anders, ich kann es nicht anders zeigen sonst. Aber Dankeschön. Dankeschön fürs Abo. Wenigstens hat man das einmal gehört. Vielen Dank, Leute. So, er möchte den Weg fahren. Wir fahren weiter. Wenn ihr eure Abos auch öffentlich stehen habt, dann würden sie halt auch bei mir angefangen. Adalbert Stifter Weg. Zugang zum Mineralienmuseum. Früher war das Klatschen auch noch animiert. Dann ist irgendwie das Video gesperrt worden dazu. Jetzt habe ich nur noch einen Mensch, der so steht hier. Als ob man klatschen würde. Warum auch immer. Weiß nicht, ob er Zeit hätte. Frag ihn einfach mal. Vielleicht hätte er ja Zeit. Das wäre ja optimal. So, wir sind auch gleich an der H1-Station. Wir sind gleich Hauptbahnhof und danach kommt der Laufbahnhof. Dann Laupental Hauptbahnhof. Dann. Ja. Die vorletzte Haltestelle, dann nehmen wir an der Bus und dann fahren garantiert auch Personen mit, versprochen. Uiuiui, hier müssen wir ein bisschen ausholen hier, sonst wird das nichts. Bisschen Verfrühung haben wir, aber das ist jetzt egal, die paar Minuten. Laupendal Hauptbahnhof Süd, Endhaltestelle. Dann muss man mal schön hier rumkommen. So, nächste Lesbeitstelle, der Hauptbahnhof Süd.
Wenn ihr natürlich auch Kartenvorschläge habt oder Kartenwünsche habt, die ihr jetzt als nächstes versehen wollt. Ich hätte jetzt das nächste Mal gesagt, jetzt nochmal Städte-Dreieck, aber jetzt eine andere Linie dafür. Könnt ihr die natürlich auch reinschreiben, wenn ihr Köln sehen wollt. Also München habe ich nicht, weil die München im Map, die verbraucht Performance ohne Ende. Zum Beispiel Alheim V4 hätten wir noch im Angebot. Rheinhausen hätten wir im Angebot. Bad Hügelsdorf 2020 war es, glaube ich. Das könnt ihr euch anbieten. Das wird eng, das wird eng, das wird eng, das passt aber. Liegt alles an euch. So, Busstieg 4. 1, 2, 3, 4. Wir stehen jetzt einfach hier. Wir bleiben jetzt einfach hier. Wir nehmen am besten dann einen anderen Bus das nächste Mal jetzt. Weil wir hatten keine Fahrgäste. Ich weiß auch nicht warum. Ich muss da schauen, ob dieser Bus vielleicht einfach nur defekt ist. Ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Weil die Hochdatei stimmt. Der Bus ist top. Es wollte keine Person einsteigen. Warum auch immer. Vielleicht fehlt da eine Datei im Bus. So, schauen wir mal an. Vielleicht wäre mal ein gutes Ergebnis. 80%. Es geht. Ginge besser. Sagen wir es mal so. So, wir nehmen jetzt einen neuen Bus. Auch ein Solaris, würde ich sagen. Diesmal nehmen wir aber, glaube ich, keinen Gelenkbus, sondern einen normalen. Ich meine, nehmen wir einen anderen Bus. Und schauen wir mal. Wie gesagt, ihr habt jetzt noch die Chance reinzuschreiben, welche Map ihr euch wünscht. Sonst würde ich einfach irgendeine aussuchen. Na, wer ist denn da? Brotritter. Der Brotritter sieht auch aus, als ob er, weiß nicht, sein ganzes Leben lang vor dem PC gesessen hätte. Halleluja. Herr Brotritter. Herzlich willkommen. So. So, wir fahren, oder wollen wir in Kreisstadt Aachen, können wir auch fahren. Wir haben eine Menge Karten hier, sagen wir es mal so. Rheinhausen. Oh, die hat so lange, boah, das ist, also ich würde ungern so eine lange Tour wieder fahren. Deine VOD haben eindeutig mehr Aufrufe. Ja. Spandau! Ach Dome, jetzt geht's aber los hier. Du willst deine alten Klassiker raushauen. Jetzt haut er die alten Klassiker raus. Berlin-Spandau. Alter Schwede. Berlin-Spandau, das sind einer meiner ältesten Folgen gewesen. Das gibt es doch gar nicht. Aber die haben alle so viele Haltestellen. Die haben alle 24 Uniklinik um den Bushof. Das sind wir zu viele Haltestellen, Domine. Das sind zu viele Haltestellen. Überleg mal, das sind 30 Haltestellen. Das wären auch wieder fast eine Menge Zeit, die es gebrauchen würde. Schauen wir mal. Hafen City, Hamburg. Könnt doch Hamburg fahren, Leute. Wie sieht's mal mit Hamburg aus? Man möchte Hamburg fahren. Hamburg ist, glaube ich, cool. Da mal 20 Haltestellen. Ich würde mal sagen, wir fahren mal Hamburg einfach mal. Wir fahren einfach mal Hamburg. Habe ich lange nicht mehr gefahren. Also Hamburg bin ich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gefahren. Die Nacht ist noch lang. Also... Die Nacht ist noch lang, ja, aber ich hatte vorher noch ein bisschen was anderes zu machen.
Vor allem, ich hatte vor, nachher noch ein Video aufzunehmen. Du das außerhalb des Streams. So, wir können, oh, was soll man denn nehmen? Für einen Bus. Wir wollten einen Solarbus nehmen. Rubino 12. Rubino 12. Habe ich den? Nein, habe ich nicht. Ich habe den normalen Rubino 12 habe ich nicht. Warum auch immer. Rubino 12, zwei Türe. Den habe ich. So. Hamburg Hafen. Hafen City, das ist es. Das brauchen wir. So, schauen wir mal. Aber Berlin können wir auch irgendwann nochmal fahren. Ja, kein Problem. Oder es ist halt so Standard, Berlin, ne? So Standard, ne? Das kennt man, ist komplett ausgelutscht für die meisten, beziehungsweise komplett durch. So. Dann fahren wir eine Runde Hafen City. Können wir ein bisschen durch die Reeperbahn fahren, habe ich gehört. Durch Hamburgs Reeperbahn. Ja, ich habe einen Tipp. Du kannst unten bei den Tags, bei den, wenn du ein Video hochlädst, kannst du bei den Tags unten, kannst du, was ich dir raten kann, wähle das aus, was auch zu deinem Video passt. Hier zum Beispiel, wir sind zum Beispiel Hamburg, wir fahren ins Bus, ne, könntest du um die 2 hinschreiben, könntest du Bus hinschreiben, kannst du Hamburg hinschreiben, kannst du Hafen City hinschreiben, kannst du passe. Irgendwas, was schlagkräftig ist, wo, was man bei YouTube sofort theoretisch gesehen googelt. Weißt du, was man googelt? So Schlagwörter, ne? Und dadurch erreichst du bei YouTube eine höhere Standard, einen höheren Aufruf. Du wirst halt weiter oben stehen, ne? Bei den Videos. Und so klicken auch Leute mal drauf, die nicht so oft denn auf deinem Kanal sind oder zum ersten Mal drauf sind. Linie add-on. Tag und Nacht, Linie 109. Gab es da nicht das auch das Problem? Ich glaube, da gab es da auch das Problem, dass da keiner einsteigen wollte bei der Linie. Aber bitte lass das jetzt nicht so von der Fall sein, dann bin ich ein bisschen sauer. Dann wählen wir gleich eine neue Tour aus. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass da Leute einsteigen jetzt. Weil ich glaube, das war diese Linie da, wo auch keiner eingestiegen ist. Ich glaube, die war auch ein bisschen defekt. Route 3. Schauen wir mal. Muss ein bisschen Spannung hier aufbauen. Ja. Oh. Jetzt geht's aber los. Jetzt fährt aber los hier. Schauen wir mal, ob die Linie 109, ob da jemand kommt, ob da jemand mitfährt. Bin mal gespannt. Ja, ich helfe immer gerne. Wo ich helfen kann, helfe ich gerne. Bin immer da. Also es ist ja nicht nur ich habe da damals das Problem, ich habe auch lange geschaut gehabt, wie kann man mehr Aufruf generieren. So, wir haben 14 Minuten Verfügung. Ich spule ein bisschen vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na, einer geht noch. In der Hoffnung, dass da welche jetzt einsteigen. Wir steigen welche ein. Moin, moin, was geht? Willkommen in meinem Bus. Wir steigen Leute ein, meine Damen und Herren. Es geht, ist unmöglich.
Ja, ich hatte am 7.8. Geburtstag. Das ist richtig. Also ich wollte auch einen Geburtstagsstream machen eigentlich, aber ich musste leider an dem nächsten Tag gleich wieder arbeiten. Ich habe es nicht geschafft, in der Zeitpunkt einen Geburtstagsstream zu machen. Aber danke schön für die Erinnerung, Dominik. Ich würde mal sagen, wir fahren los. Bin jetzt Junge 23, also das ist schon. Da fühlt man sich langsam alt, wenn man sich das so mal kurz überlegt, so dass schon 23 Jahre rum sind, also 22 Jahre rum sind. Danke euch, danke schön. Weiß das sehr zu schätzen, dass ihr an mich denkt. Tatsächlich wollen da Leute mitfahren. Ein Kinderfahrschein, der Herr, bitte schön. Es ist noch ein bisschen spät zu bin ich. Ein bisschen spät für den Herrn. Wenigstens fährt er nicht schwarz. Ja, cool. Also ich weiß nicht, aus meiner Freundeskreis hat aber jetzt auch einer einen 7.8. Geburtstag. Sind halt alle Löwen, was soll ich dir sagen? Sind halt alle Löwen. So, wir fahren weiter. Aber hier sieht so aus, als ob ich gar kein Licht an hätte. Ich muss ja gleich überprüfen, ob ich wirklich kein Licht an habe. Es ist ja der sehr stockfuß, der sehr dunkel aus hier, also wirklich. Weiß ich gar nicht. Habe ich Licht an? Guten Tag, immer rein spazieren. Ja, moin. Ich habe Licht an. Schaut an. Aber das Licht sieht man nicht so gut, ne? Nicht so großartig, was ich kann. 18.01. direkt am Jahresanfang. Mensch. Welches Sternzeichen bist du denn eigentlich? 18.01. Habe ich jetzt gar nicht im Kopf, was das für ein Sternzeichen ist. Ich bin auf jeden Fall Löwe, das weiß ich. Licht eigentlich machen. Bringt das überhaupt was? Nee, bringt nichts. Überlege ich, ob ich gleich einfach ein bisschen Fernlichter mache, weil man sieht ja fast gar nichts. Das ist ja, als ob man gar kein Licht an hätte. Jetzt nachschauen, was noch mal Fernlicht war. Das habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, was Fernlicht hier war. Da Licht ist ja hier an und so, ne? Aber ein bisschen dunkel drauf. Das war noch grün, Leute. Es war noch grün. Ihr habt das nicht gesehen. Es war noch grün.
Gibt es leider nicht so die Ansagen hier, schade. Aber kein Problem, wir kommen auch ohne Ansagen zurecht hier heute. Guten Tag, guten Tag, hallo, guten Abend. Das war mir klar, ne? Diese kleine Fotze, ich schwöre es euch. Ich hab schon Verspätung. Hallo? Ich hab schon Verspätung. Gute Nacht und bis die Tage und mach weiter so. Jo, danke, dass du dabei warst. Schlaf gut. Ich schwör's dir. Wegen dir musst du jetzt halten, weißt du? Hallo. Schade, dass hierzu keine Ansagen gibt, aber egal, man kann ja nicht alles haben. Braucht euch nicht drängen, kommt einfach rein. Ich lade euch ein, kommt rein. Ich beiß auch nicht. Komm. Hallo? Ja, hallo? Moin, moin. Moin, moin. Ah, kommt, fahrt los. Kommt, es ist hier keine 30er-Zone. Ihr braucht euch auch nicht so rumkriechen, nur weil eine rote Ampel ist. Leute, ey. Ja, ich habe keinen Gaming-Stuhl auf jeden Fall. Ich habe einfach einen Bürostuhl, sagen wir es mal so. Ich habe einen einfachen Bürostuhl, ich habe noch keinen Gaming-Stuhl. In meiner kleinen Bude hier, wie ich hier, kann ich euch gar nicht erklären. In einer kleinen Bude, die ich hier habe, da passt kein Gaming-Stuhl gerade so groß hin. Junge, warum hältst du denn hier? Fahr, Junge! Mensch! Das sind immer diese Taxifahrer, die können alle kein Auto fahren. Ich verstehe die Leute nicht, ich verstehe sie einfach nicht. Guten Tag, die Dame. Guten Abend.
Machen eine neue Donation. Nein, nein, also. Ich brauche kein Gaming schon, alles gut. Alles gut. Die ganzen Donations, die mir sowieso alle geben, tut die werden hauptsächlich für Verlosungen und so genutzt. Ne? Also die gehen gar nicht hauptsächlich auf mein Konto. Bis MMOGA mal wieder was rausholt für mich, sie haben ja erst 20 Euro Steam Gutschein rausgehauen. Bis da, es dauert ein bisschen, bis ich da wieder was kriege. Vielleicht zumal. Können wir mal bitte die Heizung aufnehmen? Hallo? All 12 Grad finde ich die verdammt kalt, also ich weiß nicht, was bei euch falsch ist. Es war ein bisschen kühl, frostig, aber ist eigentlich angenehm. Weiß ich gar nicht, was ihr habt. Guten Tag, einmal einsteigen bitte. Hallo. Guten Abend. Na, du Klein, ist nicht ein bisschen spät? Fast 24 Uhr? Unter der Woche? Das ist schon ziemlich voll, der Bus. Also, ich finde viele Minderjährige unterwegs, ne? Das sind halt die ersten Drogenleute, die ich kennen werde. Euch sehe ich nachher als Drogenbarone. Vor allem du, Junge. Wie siehst du aus? Du siehst aus mit deinem Blick, mit deinen Händen. Du siehst aus, du bist der nächste Drogendealer von morgen. Der sieht aus wie ich, bloß ohne Brille. Ziemlich lauter Motor. Du brauchst einen guten Gaming-Stuhl. Ja, natürlich brauche ich einen guten Gaming-Stuhl. Ah, ich brauche einen guten Gaming-Stuhl, so wie mein Bauch da reicht. Brauche ich. Aber das kommt erst später. Möchte einer aussteigen wieder? Okay.
Moin. Moin, moin. Einmal einsteigen bitte. Wir fahren gleich los. Wir haben keinen Zeitdruck heute, aber wir fahren gleich los. Ach ja, diese rote Ampel hier in Hamburg. Mama, Hamburg kennst über eine Sache. Schlechtes Wetter und rote Ampeln. Das ist Hamburg. Daran erkennst du, wir sind in Hamburg. Schlechtes Wetter und rote Ampeln. Das ist Hamburg. Guten Tag, hallo. Moin. Guten Tag, moin. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Einmal Nahbereich. Einmal Nahbereich, die Dame, aber klar doch. Bitte schön, erstes Ticket hier, einmal Rückgeld, bitte schön. Ich bin selber zu faul zu rechnen, Leute, deswegen mache ich das so. Aber kein Problem. Wir sind gerade in der Böttgerstraße, in der Böttgerstraße. Sehr lauter Motor, muss ich schon sagen. Oh, hier steht zweimal Polizei hier. Ganz gefährlich. Hamburg ist auch sehr, sehr gefährlich an Reeperbahn. Überall Polizei, ich sag's euch. Überall Polizei. Guten Tag, hallo. Hallo. Ja, du frierst. Wir haben 12 Grad und frierst, Junge. Soll ich mit dir mal in die Tiefkühlung gehen? Wir haben bei uns bei Redica eine Tiefkühlung. Da gehst du ungern rein. Das sind 18 Grad minus, gehst du einmal rein, kommst du nie wieder raus.
Guten Tag. Können wir bitte die Heizung aufdrehen? Nein, nein. Guten Abend. Einmal Großbereich. Die Heizung bleibt aus. Noch keiner. Wir müssen Energie sparen. Wenn ihr alle da hinten anfangt zu meckern, dann komme ich nach hinten und dann schlage ich euch jeden Einzelnen ins Gesicht. Jeden Einzelnen. Glaubt ihr ja wohl, es hat. Ich bin hier der Busfahrer. Ihr habt nicht mit mir zu sprechen. Ihr habt da zu sein, eure scheiß Ticket zu zahlen und mich nicht zu nerven. Es war noch grün. Also Leute, ihr habt gesehen, dass das grün war. Geh dir ein Bier besorgen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Meine Damen und Herren, das wird auch gleich fortgeführt. An der nächsten Bushaltestelle werde ich mir erstmal ein Bier holen. Das ist eine gute Idee. Apropos Bier. Durch meine vor meinem Geburtstag habe ich auch ein Sixer-Pack gratis bekommen. Das war, glaube ich, grün. Ich glaube, das gilt nicht für mich. Ich habe ein Sixer-Pack Bier gratis bekommen. Okay, wir hätten ja halten müssen. Egal. Oh. Sorry, habe ich dich vielleicht ein bisschen abgedrängt? Es tut mir schrecklich leid. Es ist meine Schuld gewesen. Verzeihst du mir? Aber darf ich trotzdem links? Genau, einfach mich vorbeilassen. Optimal. Auf jeden Fall gleich erstmal ein Bier holen, sonst halte ich das hier sowieso nicht aus. So. Ich hoffe, die wollen jetzt nichts. Wollt ihr eine Fahrkarte? Ja, einmal nachweisen. Gesamtbereich würde ich auch. Ich hole mal ganz kurz eine Sekunde, ja. So, meine Damen und Herren, da bin ich wieder. Mit schönen Fettingswasser. Kann man mal gut gebrochen, ja. Und damit es auch jeder hört. Schön. Gut, damit lasse ich mir den Abend jetzt schön in der Nachtschicht begegnen. Ach, schön. Damit lässt sich leben. Ein Prost geht's auf euch. Ach, schön, das ist gut. So, wir fahren natürlich weiter. Ein Bier ist kein Bier. Ein Bier schadet nicht, habe ich gehört. Ich sag's doch noch, Dumme. Also vom Geburtstag muss ich noch was haben, deswegen Prost. Wer will beim besoffenen Busfahrer mitfahren, jetzt einsteigen hier, kostenlose Tickets, Freigabe hier. Bier gibt's gratis oben drauf. Du hast Rohr 80 hier, Halleluja. Da sind ein bisschen mehr Promille drin als du, 2,5 wie bei mir jetzt im Radler. Oha, jetzt leckt's aber hier ganz schön heftig. Na
natürlich, muss ja auch natürlich auch was für den Jugendschutz sprechen. Radler ist erst ab 8, ab 16, nicht ab 18. Und ist natürlich während des Autofahrens dich gestattet, bitte niemals trinken während des Autofahrens. Und wenn dann nur ein Glas. Prozent pur, 80% Bier pur. Halleluja. Wir sollen das trinken. Du bist ja schon nach einem Schluck getroffen, Mensch. So, die letzte Haltestelle für den heutigen Tag. Meine Damen und Herren, das war's für den heutigen Tag. Ich danke mich, dass Sie mitgefahren sind. So, wir haben es geschafft. Schauen wir mal unsere Bewertung an. Ja, genau so ist es auch gemeint, Dominik. Genau so ist es auch gemeint. Ja, 57% mein Fazit bezeichnen sie nur mit 54,7%. Jungs, was habt ihr gegen mich? Ich bin sogar gut gefahren hier. Verstehe ich nicht. So, wir können die Linie 109 noch fahren, aber ich würde mal sagen, wir fahren was anderes diesmal. Ich würde mal sagen, eine Runde Bremen fahren wir heute. Weil die ist sehr, sehr eng. Und das wird auch von mir aus auch die letzte Runde Bremen sein. Weil dann reicht das, glaube ich, für heute. Dann haben wir wieder, glaube ich, über 2 Stunden, glaube ich, fast 3 Stunden sogar gestreamt. Schauen wir mal an. Spandau, okay. Thomas, okay. Wir fahren Spandau. Dann bist du auch glücklich für heute. Wir fahren Spandau. Gut. Wie der Herr wünscht, so soll es befiehlt sein. Wir fahren Spandau. Muss ich Spandau erstmal finden hier. Berlin-Spandau. Bergstraße zur Freudstraße 137. Wir fahren Berlin-Spandau, meine Damen und Herren. Das ist oldschool. Aber okay. Dann fahren wir halt Berlin-Spandau. Damit es für Berlin-Spandau auch interessant wird, wir nehmen natürlich auch einen Gelenkbus, damit es auch spannend wird. Wir nehmen den 3-Türer, würde ich sagen, den hier. So. Berlin-Spandau ist das 94er-Ruf. Machen wir mal Berlin-Spandau, meine Damen und Herren. Brauchst du jetzt Zeit für dein Bier? Also, das Bier ist schon fast zur Hälfte leer, also. Unglaublich, fahren wir jetzt Berlin-Spandau hier. Das ist. Wie lange ich das jetzt nicht mal gefahren bin. Lasst mich lügen. 3-4 Jahre bin ich Berlin-Spandau bestimmt nicht mal gefahren.
So, wir sind da, Berlin-Spandau, wir haben es tatsächlich geschafft. So. Halleluja. Wir haben 137. Umlauf 10. Heizberg Straße Richtung Hamm Straße Richtung Freudenstraße. Gut. Hahnstraße Richtung Freudenstraße. Das ist die 26. Ja, 37, 26. Schön schlichten weißen Gelenkbus hier. Wir brauchen wieder ein bisschen Druck hier, ihr kennt das Spielchen. Wenn man den Bus anfährt, der hat noch keinen Druck, der braucht ein bisschen Druck hier. So. So, 137. Route 26 war das. Meine Damen und Herren, bitte einsteigen. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Schau an, das sind hier sogar D-Mark. Hier, das ist noch D-Mark hier, Leute. Dankeschön. Das ist D-Mark hier. Schaut euch die 5 D-Mark an. Schön. Schöne 5er D-Mark. Das sind D-Mark-Zeiten. Erinnert mich an die arme, echte Zeit. Ach stimmt ja, ich bin ja 2000er, ich weiß es ja gar nicht mehr. Ach ja. Jetzt haben wir nur noch 9 Minuten. Hallöchen. Nicht 9 Minuten, eine Minute nur noch. So, wir haben ein bisschen zu fahren hier. Das ist unsere Startweite hier. Jetzt echt nicht gedacht, dass wir hier Berlin-Spandau fahren. Aber wenn Dome so unbedingt sehen möchte, dann für dich, Dome, für dich. Pillnitzer Weg. Ah, die Stimme, das ist die gute alte Stimme hier. Dieser Dong. Ja, genau die Zeit meine ich, genau die Zeit um.
guten Tag, die Dame. Heerstraße 438 bis 446. Also was wird denn das von rechts überholen? Sag mal, wo sind wir denn hier? Das ist ja kriminell, was die hier machen. Guten Tag, hallo. Einmal normal, bitte. Einmal normal. Ist das ein 10er D-Mark? Das ist eine 10er D-Mark. Ja, toll. Einmal normal, bitte. Einmal normal, bitte. Bitte schön. Schöne guten D-Mark-Zeiten hier auf Berlin-Spandau. Schön. Schöne Oldschool-Map. Da bekommt man richtige alte Vibes wieder. Semmeländerweg. Guten Tag, einmal rein spaziert. Wir öffnen jetzt hier. Einmal rein hier. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte. Bezahlen Sie mit D-Mark, kriegen Sie D-Mark zurück. Hallo. Hallöchen. Berlin-Spandau konntest du damals sogar mit dem schlechtesten PC der Welt spielen. Wenn die einfach. Ist Berlin spannend, da konntest du sogar mit 20 FPS damit spielen. Heerstraße, Sandstraße. Was? Ich wurde geblitzt? Was? Hier war ein Blitzer? Ich wurde geblitzt! Fuck! Und das sind wir nicht spannend auch. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ach du Scheiße. Als ob hier ein Blitzer war, ehrlich jetzt. Als ob da gerade ein Blitzer war. Oha. Ja toll, wurde ich geblitzt. Na toll, das wird mir wieder teuer werden. Können Sie die Heizung anmachen, bitte? Nein, mach ich nicht. Das ist ja ganz schön kalt hier drin. Ja, es wird gleich noch kälter werden. Alter Schwede, ich wurde einfach geblitzt. Für die Peinlichkeit steht sie sogar oben links. Ei. Obstallee. Ich weiß nicht, ob ich gleich habe für Blitzer. Das Blitzerfoto hätte ich gerne mal gesehen. wurde ich geblitzt. Ärger mich ein bisschen. Ich werde schon wieder Geld verloren haben dann. Kostet mir alles Geld hier. Schon wieder keine Musik an. Schlimm. Leubnitzer Weg. Warte mal, ist er jetzt hier 50 oder 30? Nicht, dass gleich schon wieder geblitzt werde hier. Weiß ich nicht, ob hier 50 oder 30 sind. Hat wieder keiner aufgepasst, ne?
werde ich gleich wahrscheinlich wieder geblitzt hier. Weil viele Straßen sind hier in Berlin Spandau ab 30 nur, mit 30 km/h. Es wird eng hier. Guten Tag. Guten Tag wieder. Wir haben schon nach 0 Uhr. Junge, was ist denn bei dir falsch? Immer nachtaktiv oder wie die heutige Jugend? So gehört sich das. So und Dinge anders. Lutener Straße. In der Straße wird gelootet. Jetzt muss ich aufpassen, wie schnell ich fahre, weil hier dann auch geblitzt wird in dieser Stadt. Typisch Berlin. Überall anders blitzen sie nicht, aber in Berlin blitzen sie. Oh, da kommt ein Doppeldecker entgegen, da kommt ein Doppeldecker. Ein schöner Berliner Doppeldecker. Helvesiner Weg. Guten Abend, die Dame. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke für die Dame, bitteschön. Geht's vielleicht noch ein bisschen kleiner? Nee, geht leider nicht. Wir haben nur große Scheine hier. Nur große Münzen. In D-Mark gibt es das sowas wie Scheine nicht. Da gibt es nur 5 Euro Münzen. 5 D-Mark Münzen, sorry. 5 Euro habe ich jetzt gesagt. Oh Mann. Siegstraße. Muss ich ein bisschen aufpassen, bitte, dass ich hier nicht geblitzt werde. Kommt ein bisschen schlecht für mein Konto her, wenn ich dauernd geblitzt werde. Hallo. Guten Tag, hallo. Oh, auf dich. Siegelhof. Siegelhof. Heißt das hier nicht Klosterstraße bei mir? Hat sich der Name geändert? Bei mir steht ganz klar unten linke Klosterstraße.
Aber hier steht aber auch Ziegelhof. Dann haben sie hier irgendwie unten links bei der BBS-Version ein bisschen was anderes stehen. Grüne Ampel nehmen wir noch mit. Hallo, was wollt ihr denn? Chillt doch mal ein bisschen. Ich bin doch nur um eine Kurve gefahren mit 30. Das ist doch normal. Chillt doch ein bisschen hier. Hallo. Eine Tageskarte bitte. Eine Tageskarte, die Dame, bitteschön. U-Bahnhof Rathaus Spandau. Hier mit ihren ganzen Dieselautos. Moritzstraße. Ein wunderschöne Dame. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte, bitteschön. Bahnhof Altstadt Spandau.
Guten Tag, hallo. Ja. Einen normalen Fahrschein, bitte. Bitte schön. Danke. So, vielleicht haben wir gleich grüne Ampel, vielleicht können wir gleich fahren. Das wäre ja optimal. Ja, wir können fahren. Sehr geil. Damit sie nicht gleich rumheulen, fahre ich extra langsam um die Kurve hier. U-Bahnhof Altstadt Spandau. Da waren wir gerade. Nächste Haltestelle bitte. Falkensee Platz. Oh, hier ist rot. Verstehe ich nicht. Berlin-Spandau ist der einzige Kreis, der am Ende einer Kreisfahrt noch eine Ampel stehen hat. Gib mir mal die Logik dahinter, bitte. Und hier möchte auch keiner mitfahren, ne? Fahren wir wieder. Flankenschanze, die nächste Haltestelle, meine Damen und Herren. Flankenschanze. Möchte keiner mit. Hier ist eine schöne Aral-Tankstelle, die gab es anscheinend schon damals. Eine Aral-Tankstelle von damals. Askaniaring. Seitenstelle an der Askaniaring. Da wollen tatsächlich wieder mit welche mitfahren hier. Ich hab gedacht, in der zweiten Stelle, da kommt jetzt keiner mehr mit hier oder wie. Aber da kommen doch noch welche. Immer reinspaziert, wir haben noch Platz. Hallo, guten Tag. Hallo. Einen normalen Fahrschein. Einen schönen D-Mark-Fahrschein noch. Bitte schön. Liebe ich so entspannt auch. Alte Zeiten. Und weiter geht's. Wir halten nicht an, wir fahren direkt weiter. Nächste Haltestelle. Hohenzollernring.
Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Schon wieder so ein junger Knabe. Ist nicht ein bisschen spät für dich? Bist du nicht eigentlich schlafen, Haya-Bubu machen? Ist schon fast 9 Uhr der Herr. Aber okay. Machen wir heute eine Ausnahme bei dir. Zweibrücker Straße. Der mit seinem Trabi da, Junge. War vorbei, Junge. Ja. Falkenseer Chaussee, Zeppelinstraße. Zeppelinstraße, meine Damen und Herren, Zeppelinstraße. Ist doch noch beliebt, belebt die Stadt hier. Berlin ist belebt. Eine alte Oma möchte mich. Hallo. Guten Tag, die Damen. Ach, wieder so ein junger kleiner Sprössling hier. Hallöchen, der Herr. Kein Hallo, zurück das Jugend von heute. Noch nicht mal eine Gänsefaust kriege ich oder so. Gar nichts. Kriege ich nur einen blöden Blick. Straße. Ja, ein bisschen aufpassen, ich habe ja Angst, dass hier wieder ein Blitzer irgendwo ist. Ah, das schaffe ich nicht, aber ich kann auch nicht mehr bremsen. Oh, ist zu spät. Egal. Ich habe die rote Ampel einfach jetzt nicht gesehen, okay? Wir streichen das aus meinen Geschichtsbüchern. Hat jetzt einfach nicht gesehen. Eieiei. Zu spät erkannt, dass die Ampel rot wurde. Egal. Schöne Nachtschicht, schöne Spätschicht, besser gesagt, wie ich den Stream hier heute genannt habe. Mülheimer Straße. Perfekt, um die Schicht hier mit Spandau zu beenden. Das finde ich eine sehr schöne Endfahrt. Ja, ich habe tatsächlich vor, jetzt dann nach Spandau heute mal Schluss zu machen. Aber auch wieder mehrere Stunden gestreamt heute. Ich bin ja nicht so der große, lange Streamer, ich bin ja eher so 1 bis 2 Stunden. Wenn es mal länger dauert, dann ist es selten. Ist eigentlich sehr selten, wenn es mal länger dauert. Das Hand auf Support zum Beispiel dauert manchmal länger. Aber was ich mir auch vorstellen kann, ist wieder eine Runde Ready oder Not? Wasserwerkstraße. Weiß nicht, Dumme, du bist aber bestimmt noch im Chat. Ready oder Not? Hast du bestimmt auch noch. Oder hast du bestimmt. Hätte ich auch wieder richtig Lust drauf. Leer, Dumme, leer.
Junge, das ist eigentlich meine Linie, die 137er, das ist meine. Klaut einfach meine Linie. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Vielleicht kann ich den Bus ja überholen. Halten Sie auf Chaussee Stadtrandstraße. Oh, da ist ein Blitzer, da ist ein Blitzer. Seht ihr den? Da ist der Schlingel, da ist er. Hahaha. Diesmal hat er mich nicht erwischt. Diesmal nicht. So, wir sind in Falkenscher-Chaussee, oder ne? Ne, Stadtrat. Am Bogen, wir sind gleich da, das ist die volle Zeitstelle. Wir haben gleich auch schon spannender durch hier, unglaublich. Hat sich gar nicht so angefühlt. Die nächsten raus. Vorletzte Haltestelle für alle. So, und vier fahren mit mir zum bitteren Ende hier. Wir sind auf jeden Fall nur 30, das weiß ich. Das weiß ich noch von damals. Hier müsste auch ein Blitzer irgendwo stehen. Goldkäfer. Da ist er, da ist er. Habe ich heute gedacht. Endhaltestelle. Davon. Sagt ihr euch, bitte davon aussteigen. Ist er. Da ist er. Ich kann es nicht glauben, der ist einfach da. Wäre ich jetzt ja auch mit über 40 oder so lang gebrettet, der hätte mich auch wieder erwischt. Aber nicht bei mir heute. Alter, bin so müde. Ja, du wolltest unbedingt, dass ich hier noch die Tour fahre. Aber ich kann dich ja verstehen. Kann ich verstehen.
Leid ist verständlich. So. Wir schließen die Fahrt ab. Wir schließen die Fahrt ab und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben eine Runde auf Berlin-Spandau versetzt und wir haben sie gut gemeistert mit einem Blitzer. Den dürfen wir gleich bezahlen. 39,80 Euro habe ich eingenommen. Ich glaube, der Blitzer kostet ein bisschen mehr. Ich glaube, die Einnahmen sind, glaube ich, ein bisschen überflüssig. 87%, das geht ja. Kann man nichts gegen sagen, ja. So, gehen wir zurück ins Büro. Und dann schauen wir uns mal die Umsätze an, die wir heute gemacht haben. Gehen wir mal am PC, schauen mal nach. Wir haben zwei Rechnungen, wieso zwei? Achso, die Erlaubnis. 70 Euro hat mich der Blitzer gekostet. 70 Euro haben mich der Blitzer bezogen. Versuch für Genehmigung Gelsenkirchen. Gelsenkirchen haben wir auch geschafft. 670 Euro, das tut weh. Siehst du, aber wir haben gut, naja. 1, 2, knapp, also 2, 3, 4, knapp 5000 haben wir. Haben eingenommen. Wir haben Erfahrungspunkte erhalten. Yay. Yay, Erfahrungspunkte. Kann ich jetzt ein Level schon absteigen? Wir können ja hier, gibt es ja Rang. Ne, kann ich noch nicht. Wir brauchen noch ein bisschen. Wenn wir reinfurzen, brauche ich noch ein bisschen. Tja, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. So, wo gehen wir mal hin? Gehen wir mal oben. Hier ist nämlich der Chefbüro. Wir kommen hier nicht rein, der Chefbüro. Hier ist der Betriebsbus-Simulator, hier kommen wir nur für Leitstellenleiter hin. Hier ist der Betriebsbus-Simulator. Die Leitstellen-Simulation. Simulator. Kann ich hier Licht anmachen? Das ist ein Duke hier. Leitstellen-Simulator gibt es ja auch. Ist auch cool gemacht hier. Ja. Ja, sonst würde ich sagen, erstmal war es das für die heutige Folge von um die 2 und BBS. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke für alle, die im Stream waren. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, dass ihr alle dabei wart. Und ich freue mich fürs nächste Mal. Und haut rein. Und lasst euch nicht verarschen. Ich muss einmal ganz kurz noch Spielaufnahme ändern, sonst klappt das hier gar nicht. Was ich hier vorhabe. Das klappt doch nicht. Na gut. Probieren wir es nochmal. Klappt das vielleicht jetzt? Ne, klappt immer noch nicht. Egal. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und danke für euch und euer Mitwirken für heute. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Y-Clip. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.